Orcas gehören zweifellos zu den unglaublichsten Tieren auf unserem Planeten. Sie sind sehr klug und fähig, aber das Leben im Meer kann selbst für die schlauesten Tiere hart sein. Und manchmal geraten sogar Orcas in Schwierigkeiten. Dies führt uns zu einem Strand in Marlborough in Neuseeland. An dem sonst so ruhigen Strandabschnitt herrschte plötzlich helle Aufregung, als die Anwohner bemerkten, dass sich nicht weit vom Ufer eine Gruppe von Orcas aufhielt. Sie waren wohl auf der Jagd oder vielleicht auch nur auf der Durchreise. Wie auch immer, die Anwohner schätzten sich glücklich, eine so große Ansammlung von Orcas zu sehen. Einige Leute beobachteten sie von der Küste aus. Ein paar stellten sogar Liegestühle auf und versuchten Fotos und Videos zu machen. Schließlich brach die Nacht herein, und die Orcas machten sich langsam auf den Weg zurück ins offene Meer. Die Bewohner waren ganz aufgeregt wegen ihrer besonderen Gäste, und als die Sonne hinter dem Horizont verschwand, gingen sie alle nach Hause und erzählten, was sie gerade gesehen hatten. Aber der nächste Tag brachte eine weitere Überraschung, die nicht so magisch und erfreulich war wie die vorherige. Als der Morgen anbrach und die Ebbe an die Küste schwappte, lag ein unerwartetes Objekt im Sand. Es war ein junger Orca, etwa 6 Meter lang und eine halbe Tonne schwer. Er war nachts gestrandet und lag nun in der gnadenlosen Sonne. Ein Anwohner schlug Alarm und schon bald versammelten sich viele um das arme Orca-Weibchen, das sie Lucy nannten. Obwohl alle wussten, dass sie Hilfe brauchte, zögerten einige. Sie hatten Geschichten über diese Killerwale gehört und zahlreiche Videos gesehen, in denen sie ihre Beute brutal jagten. Manche glaubten, dass sie ihr eigenes Leben in Gefahr bringen würden, wenn sie dem Orca helfen würden. Aber es gab weitaus mehr Menschen, die verstanden, dass dieses wunderschöne Meerestier es verdient hatte zu leben, und dass sie ihm so schnell wie möglich helfen mussten. Einer nach dem anderen ging also zu Lucy, um ihr zu helfen. Sie umhüllten sie mit feuchten Tüchern und Bettlaken und schütteten Wasser über ihre Haut, um sie vor dem Austrocknen zu bewahren. Sie zappelte und schlug um sich, und schien sehr irritiert darüber, dass sie gestrandet war. Lucy sah panisch aus. Vor allem, weil sie von Menschen umgeben war, die sie mutmaßlich noch mehr in Gefahr brachten. Aber je mehr Stunden vergingen, desto müder wurde sie, und schließlich lag sie einfach nur still und regungslos da. Im Moment war Lucy noch relativ gesund, aber es bestand eine sehr reale Chance, dass sie sterben würde, wenn sie nicht bis zum Ende des Tages ins Wasser zurückgebracht wurde. Das Land ist nicht die natürliche Umgebung eines Orcas. Und es war von größter Wichtigkeit, das Tier so schnell wie möglich ins Meer zurückzubekommen. Aber ein so großes und schweres Tier zu bewegen ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund wurden Veterinärmediziner des Department of Conservation und sogar das Militär hinzugezogen. Sie hatten eine Mammutaufgabe vor sich. Auch wenn es für alle Beteiligten eine ungewöhnliche Aufgabe war, waren sie entschlossen zu helfen. Lucy war in der Ufernähe auf Robbenjagd gewesen. Der junge Wal hatte offensichtlich nicht damit gerechnet, dass die Wassertiefe so schnell abnehmen würde. Und als sie ihrer Beute nachjagte, strandete das Tier unglücklicherweise und wurde durch ihren Schwung auf den Sand des Strandes getragen. Manchmal können sich Wale wieder losreißen und zurück ins Meer schieben. Aber dieses kräftige Jungtier wurde zu weit ans Ufer gespült. Und nun hatte die Ebbe eingesetzt, so dass sie buchstäblich auf dem Trockenen saß. Der ursprüngliche Plan sah vor, Lucy mit Hilfe von Gurten und einem starken Boot zurück ins Meer zu ziehen. Sobald sie tief genug war, konnte sie sich von den Riemen befreien und selbst weiterschwimmen. Die Idee war solide, aber die See war viel zu rau, als dass das Boot den Wal hätte effektiv ziehen können. Als nächstes versuchten sie, eine Rinne hinter Lucy zu graben, in der Hoffnung, dass das Wasser unter ihren massigen Körper gelangen und sie anheben würde. Aber auch das klappte nicht. Der Orca war einfach viel zu schwer, als dass das flache Wasser ihn hätte tragen können. Sie war mit einer solch hohen Geschwindigkeit gestrandet, dass sie viel zu weit auf den Sand gekommen war. Aber schließlich hatte jemand eine brillante Idee. Wenn sie Lucy am Leben und so ruhig wie möglich halten konnten, bis die Flut zurückkam, konnten sie sie vielleicht mit Hilfe von Schwimmern und Auftriebshilfen hochziehen. Sie könnten die ankommende Flut zu ihren Gunsten nutzen und sie hoffentlich vom Strand weg und zurück in die Tiefen des Meeres treiben. Das würde auch eine schwierige Aufgabe werden, aber den Menschen gingen langsam die Möglichkeiten aus. Lucy würde am Strand nicht mehr lange überleben. Also machte sich das riesige Team an die Arbeit und begann mit den Vorbereitungen. Doch in diesem Moment geschah etwas Unglaubliches. Als die Retter näher kamen, um ihren Plan in die Tat umzusetzen, schien es, als ob Lucy plötzlich verstand, dass Hilfe da war. Und sie begann auf eine Weise zu handeln, die niemand erwartet hatte. In der Tat waren viele Leute überrascht. Anstatt sich zu wehren und die Arbeit noch schwerer zu machen oder ganz still zu liegen und überhaupt nicht zu helfen, begann Lucy, mit den Menschen dort zu arbeiten. Wenn sie zum Beispiel spürte, dass jemand versuchte, etwas unter ihren Schwanz zu bekommen, hob sie ihn hoch, um es leichter zu machen. Das war wirklich intelligent und verständnisvoll. Lucy wusste, dass es einen Plan geben musste und half, wo sie nur konnte, als die Menschen die Schwimmhilfen in die richtige Position brachten. Als die Flut einsetzte, begann Lucy, sich zu heben und zu bewegen.
Daraufhin versuchten die Freiwilligen mit aller Kraft den Orca zurück ins tiefere Wasser zu ziehen. Als das Wasser tiefer wurde, begann Lucy sich selbst zu helfen, indem sie ihre Flossen benutzte, um ihren Körper nach hinten zu drücken. Als alle zusammenarbeiteten, keimte bei ihnen das Gefühl der Hoffnung und Aufregung auf. Sogar Lucy sah die Helfer mit einem Gefühl der Hoffnung mit ihren dunklen und verständnisvollen Augen an. Schließlich kam der Zeitpunkt, an dem der Orca sich selbstständig bewegen konnte. Aus eigener Kraft schwenkte sie ihren Körper und drehte sich so, dass sie dem offenen Meer zugewandt war. Die Schwimmhilfen lösten sich und trieben an die Oberfläche. Aber das spielte keine Rolle mehr. Denn Lucy war endlich frei. Bevor sie davon schwamm, drehte sie sich noch einmal um und schaute all die Menschen an, die ihr geholfen hatten. Von den Anwohnern über die Tierärzte bis hin zum Militär. Sie bedankte sich, indem sie den Mund öffnete und ein warmes, klickendes Geräusch und einen hohen, aufgeregten Schrei ausstieß. Alle Anwesenden hatten Tränen in den Augen. Aber gleichzeitig durchströmte sie ein Gefühl von Freude und Stolz. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Fischer rettete einen weißen Hai. Doch er ahnte nicht, wie er ihm danken würde. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.